sind eure Nachrichten am Donnerstagabend. In Glogau wurde eine besondere Ausstellung neu eröffnet. Ein Schatz weckt die Fantasie der Besucher. Letzten Abend hat man im Glogauer Schloss wieder den Geist der Weißen Dame gesehen. Nach Glogau strömen Mengen von Touristen, Schatzsuchern, Goldgräbern, Entdecker, sogar Privatdetektiven. So viele silberne Münzen im Archäologisch-Historischen Museum in Glogau machen auf die Besucher einen wirklich großen Eindruck. Dort gibt es gerade eine Ausstellung und unsere Gimtini-Reporterin Victoria hat dort reingeschaut. Der im Jahr 1987 gefundene Schatz ist die europaweit größte Sammlung von über 20.000 mittelalterlichen Münzen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Schaut mal hin, sind sie nicht wunderschön? Sehenswert ist auch die Nachbildung einer Münzenanstalt aus dem 13. Jahrhundert, wo ihr sehen könnt, wie die Münzen geprägt wurden. Aber, oh Gott! Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Ich will schon weg von hier. Und damit sind wir schon bei unserem nächsten Thema. Einer Legende nach wird das Schloss in Glogau von der geheimnisvollen Weißen Dame heimgesucht. Das letzte Mal konnte man sie Anfang der 80er Jahre sehen. Und gestern Abend. Was passiert ist, das erfahrt ihr gleich. Unsere Kamera hat es registriert. Angeblich hat die Weiße Dame ein Geheimnis vom nächsten Schatz verraten. Wir sind auf dem Tatort und sprechen mit Augenzeugen. Sag mal, was hast du gesehen? Das war ein Geist. Eine weiße Frau. Dort. Sie stand dort. Und sie hat mich angesprochen. Was hat sie gesagt? Dass ich den Schatz suchen soll, weil es in der Nähe versteckt ist. Also wohl in der Altstadt. Und wirst du ihn suchen? Ja, natürlich. Oh, da ist sie wieder. Wir machen jetzt weiter in der Glogauer Altstadt. Viele Leute, und nicht nur Leute, kommen nach Glogau, um den Schatz zu entdecken. Unsere Reporterin hat sie auf der Suche begleitet. Es gibt viele Theorien, wo der Schatz versteckt wurde. Ich glaube, die Soldaten haben ihn tief im Boden an der Nikolauskirche vergraben. Es ist bestimmt unter der Stadt in der unterirdischen Gängen versteckt. Oder im Stadtgraben. Alle sind jetzt im echten Suchfieber. Einwohner und Touristen durchsuchen die Stadt. Hier könnt ihr also Geschichte pur erleben. Die Kriegssoldaten und Gespenster sind sogar auferstanden und ziehen durch die Stadt. Sie suchen auf dem Boden und unter der Erde. Sie suchen am Tage und in der Nacht. Ob sie es gefunden haben? Das erfahrt ihr in unseren nächsten Nachrichten. Oder habt ihr Lust, Glogau zu besuchen? Die Stadt, wo du Geld finden kannst. So passt das Logo zu unserer Stadt. So viel für heute und tschüss aus Glogau!